Also ich weiß ganz genau, wo ich in Deutschland angefangen habe. Da war ich weiß nicht wieso, habe ich einmal ein Chopin-Konzert gespielt. Und da war ich einfach Chopin-Spezialist. Habe ich in Holland angefangen mit Brahms B-Dur. Und ich übertreibe nicht. Ich musste bei Konzertgeber meine ersten fünf Saisons jedes Jahr Brahms B-Dur spielen. Nein. Der Mann spielt Brahms B-Dur. Dann habe ich mit unserem Ferry Fritschei Bartok angefangen. Also der andere ist nur für Bartok. Und natürlich, wenn du dich hineindrängen lässt, es ist irgendwo natürlich sehr bequem, immer dasselbe zu spielen. Aber ich finde, dann wird es doch ein bisschen, nicht langweilig, aber man verbraucht sich selbst mit dem Stück zusammen. Das lebt einfach nicht mehr. Ja. Und ich finde, gestern haben wir über dich gesprochen, dass diese Persönlichkeiten im 20. Jahrhundert, ich weiß nicht wieso aussterben. Ich glaube, die Menschheit wird nicht intelligenter, wird eher wahrscheinlich dümmer. Denn wenn du nur das anschaust, was der Liszt an Briefen geschrieben hat. Das sind, ich weiß nicht, 25 Bände, nur Brief, also nur die mechanische Tätigkeit. Dabei seine Komposition, und dabei war der größte Pianist, dabei war er ein hervorragender Erzieher. Die ganze Pianistenwelt stammt vom Liszt. Naturalmente era un pianista che conoscevo già, ma dopo il concorso ho approfondito la mia conoscenza grazie alla vedova di Gezanda, ho potuto approfondire la mia conoscenza della sua arte interpretativa. Virtuoso, era un grandissimo virtuoso e su questo non c'è dubbio, ma una persona di grande intelligenza, di grande apertura mentale. Non era solo un pianista, era una persona di vasti orizzonti e questo si sente nel suo modo di suonare, questa ricchezza non solo interiore, che naturalmente è tantissima, ma questa ricchezza anche culturale di interessi, di vastità appunto dell'orizzonte, dell'individuo. E per questo trovo che le sue interpretazioni siano così particolari e così emozionanti per chi le ascolta. Perché non si tratta solo del virtuoso, non si tratta solo anche dell'artista, ma si tratta anche di una persona completa a livello umano. Und da kommt ein Tag, wo der totale Pleite, also bei mir auf jeden Fall eine totale Pleite. Das ist ja bei den meisten Wunderkindern auch das Problem, nicht? Ich erinnere mich, in Genf habe Tage auf diese Phrase gesessen und habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich kriege es nicht mehr hin. Kurz nicht mehr. Diese einfachsten Dinge konnte ich nicht mehr. Ja. Und dann kam natürlich die bittere Zeit, wo ich halt entscheiden musste, will ich oder will ich nicht. Ich habe noch in meinem Leben diese Achtel von niemandem richtig gehört. Warum? Ist entweder zu kurz oder zu lang.
immer das hörst du. Ja. Du glaubst es nicht, und das keiner überall glauben, was das Zeit und Arbeit, glaube ich, wirklich setzt. Maga a pátka is? Igen, én. Na, gottes ilyen! Hát, minden rendben van. Akkor ez a pátka jó. Sörülj, én vagyok a Brazil szerző. Istenem. Köszönöm, hogy... Jöjjünk be, kedves Imre! Meggyújtjuk az illanyt, hogy szép világos legyen. Azt hiszem, hogy a sok utazás után kicsit éhes, parancsoljon, üljön le, és egyen egy kis reggelit. Inkább gyakorolni szeretnék, az zongorát szeretnénk kipróbálni. Hát, ettem a buszon, úgyhogy... Szóval nem éhes? Majd utána. Jó, tessék. Liebe Teilnehmer am Konkurs, liebe Herr Juroren, liebe Gastgeberfamilien, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich hier in Zürich zum 7. Gesa Andar Concours. Wir freuen uns, dass Sie, liebe Pianisten, sich dazu entschlossen haben, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Von den ursprünglich 100 Anmeldungen sind heute 45 Kandidaten aus 17 Ländern unter uns. Ich wünsche Ihnen auch im Namen des Stiftungsrates sehr viel Glück und einen angenehmen und erfolgreichen Aufenthalt in Zürich. Thank you.
fanno qua. Was man fördern will, respektive was man nicht fördern will, weil die brauchen ja eigentlich nur noch eben diese Plattform. Man will jungen Leuten, die über das Handwerk, ein gutes Handwerk verfügen und die diese europäische Musiktradition kennen, denen will man die Möglichkeit geben, aufzutreten. Und darum auch im Geiste Gesandt, im musikalischen Geiste Gesandt. Also, weil Gesandt hat ja eine, in der allerbesten Form in Ungarn an der Liszt Akademie diese musikalische Tradition mitbekommen und versucht weiterzugeben. Geschichte, wie ich zum Klavier gekommen bin. Das war nämlich schon sehr früh. Ich war noch keine 4 Jahre. Da wurde in der Kirche meines Vaters, also mein Vater ist Pfarrer, wurde die Orgel eingeweiht. Und mein Onkel, das ist der Gisbert Schneider, der Orgelprofessor in Essen ist, der hat diese Orgel eingeweiht mit einem Orgelkonzert. Mein Vater kriegt ein paar Orgelpfeifen geschenkt und blies dann da rein und ich habe gesagt, was für ein Ton das ist. Und mein Vater sagt, es ist falsch. Dann sind wir zum Klavier gegangen und es stellte sich heraus, dass ich doch recht hatte. Woran das liegt, dass die Stimmung anders war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das der Beweis dafür, dass ich absolut höre. Und dann haben meine Eltern sich gedacht, das sollte wohl gefördert werden. Bin dann eben mit 17 Jahren als Jungstudent an die Kölner Musikhochschule zu Pavel Gililov gekommen und bin auch da dann zum Vollstudium geblieben bis zum Jahr 1990. Da habe ich die künstlerische Reifeprüfung gemacht mit 3 Jahre später das Konzertexamen und bin dann nach Wien gezogen, weil ich gewusst habe, dass der Rudolf Kehrer aus Moskau kommt und den hatte ich auf einem Meisterkurs kennengelernt und der hat mich sehr fasziniert. Und ich wollte dann bei ihm als Gaststudent einfach noch ein bisschen weitermachen. Wenn ich sowieso sehr viele Konzerte habe, dann fahre ich in der Regel nicht zu einem Wettbewerb. Wenn es etwas ruhiger ist, wie jetzt eben, habe ich gedacht, dann nehme ich das mal in Angriff. Probieren Sie es immer. Genau, einfach aktiv sein. Thank you.
конечно, ты всегда просто еще даже не осознаешь, как ты сыграла. То есть чувствуешь, что то, что хотела сделать, сделал, но всегда любой художник никогда не остается до конца удовлетворенным, поэтому всегда думаешь, а сделал ли ты все, что хотел. Ну и я думаю, что в принципе такое у меня ощущение довольно-таки положительное. Köszönjük most az Opus 25 Gismol és a forradalmi etüdöt kellene. Beim Konkur Gesa Anda hat es also nicht nur, dass ich jungen Leuten helfen kann, es hat auch noch eine, wie soll ich Ihnen das sagen, in der Vergangenheit, es wurzelt irgendwo in der Vergangenheit. Ich habe meine Gesangsstudien an der Franz Liszt Musikhochschule in Budapest absolviert. Und dort habe ich einen sehr lieben und netten Kollegen gehabt, das war Herr Gesa Anda. Wir haben zusammen studiert und es war eine sehr schöne Zeit und er hat mich manchmal auch begleitet. Und ich kann mich erinnern, eines Tages ist er erschienen und hat mir gesagt, hör mal, sage es niemandem, ich verlasse Ungarn. Das war vor dem Kriegsende. Ich habe auch nichts gesagt, ich habe auch nie gewusst, wohin er geht. Auf alle Fälle, er war ein lieber Kollege, ein guter Kollege und ich finde, jetzt mit diesem Konkur, wenn ich da mitmache, das ist eine, ja, eine Erinnerung eventuell und auch eine Revanche, weil wir haben musiziert, das war immer sehr schön und immer sehr harmonisch. Я думаю, что это, конечно, один из самых сложных конкурсов, поскольку человек не знает, что он будет играть, исполнять на первом туре, за исключением избранного им одного произведения, на которое он может сконцентрироваться, собраться и сыграть. Вот. После этого требуется очень быстро собраться и сконцентрироваться на какое-то другое произведение, может быть, совсем из другого периода, например, из романтического или, напротив, из классики. Вот. Ну, я думаю, что, в общем, все, кто сюда приехал, они, наверное, рассчитывают на то, что они способны собираться в нужный момент и играть. Thank you.
jemand Freude hat an der Musik, dann ist er schon mal ein besserer Mensch normalerweise auf der Durchschnitt. Und wir waren von jeher, hatten immer ein offenes Haus und unsere Kinder haben immer schon sehr viele Leute nach Hause gebracht. Schon bei mir zu Hause als Kind hat man viele aufgenommen. Während des Krieges haben wir Monate und Jahre lang Flüchtlinge bei uns aufgenommen. Also das ist nichts Besonderes. Mozart was better than Brahms, for sure. And Chopin was better than two. Well, Brahms from fourth or fifth variation, es ging besser dann. Aber die erste paar Varianten war wirklich, ich möchte nicht darüber wieder denken. Ah, that's my nightmare. Jedes Familienmitglied, wenn es eine spezielle Prüfung hat, da denkt man ja auch an diese Person. Und so war das auch heute Morgen. Da schaut man, dass sie es gemütlich hat, bis sie zum Haus rausgeht und sie alles dabei hat. Und auf dem Weg haben wir noch schnell angehalten, um eine Banane zu kaufen, weil wir die vergessen hatten. So versucht man, den Start möglichst angenehm zu gestalten. Es ist ganz unterschiedlich, wie die Konstellation von den Kandidaten
ist zum Beispiel in bestimmten Tagen. Also es gibt Momente, wo man 4-5 Stunden hört und hat man das Gefühl, ach, vielleicht war nächstes Mal ein stärkerer Wettbewerb. Und nachher, wenn man alle gehört hat, erkennt man, dass immer wieder gibt es in fast jedem Wettbewerb Spitzenleistungen, und diese Spitzenleistungen natürlich sind nicht einzeln. Es gibt von mehreren, auch von Leuten, die vielleicht nicht zu der nächsten Runde kommen, auch eine Spitzenleistung ein bestimmtes Stück ist. Insofern muss ich sagen, habe ich mehrere Momente eine Spitzenleistung gehabt. Also in meiner Sicht. Und ich kann das bestätigen, dass es ein guter Wettbewerb dieses Mal auch wieder ist. Nehmen Sie sich Zeit, können ruhig warten. Aber ich glaube, man würde es schon schaffen, wenn man genug Zeit hätte. Jetzt könnte ich es noch besser, also wenn ich noch eine Chance hätte oder so. Aber nein, ich fühle mich jetzt gut. Einfach, dass es vorbei ist. Wir finden es ganz gut, auch wenn Junge, die, von denen man mit ziemlicher Sicherheit annehmen kann, dass sie nicht ins Finale kommen, dass sie mitmachen, weil sie dieses Repertoire lernen müssen, das sie im Grunde nachher in ihrer Karriere brauchen. Weil das sind alles Werke, die die Menschen hören möchten. Wenn es denn sein muss. So, wo gehe ich hin? Da hinten. Das sieht gut aus. Bist du weiter? Ja. Bis weiter, ich bin nicht weiter. Es gibt auch eine Menge Bedenkenswertes. Also ich kann nicht pauschal sagen, dass man zufrieden sein kann mit allem, was geboten worden ist. Der Wettbewerb deckt so etwas auf und vielleicht ist für den einen oder anderen das frühe und überraschende Ausscheiden auch ein Antrieb, es vielleicht noch einmal zu probieren, aber auch sich selbst zu fragen, bin ich auf dem richtigen Wege, wo kann ich und muss ich auch Konsequenzen ziehen. Das heißt aber nicht, ich habe solche Worte, die mich selber etwas schmerzen, noch nie bei einem Wettbewerb geäußert. Es ist vielleicht auch deswegen der Fall, weil das Repertoire extrem schwierig ist, musikalisch, weil es das Äußerste fordert und auch jeden jungen Musiker, ganz gleich ob er 16 oder 32 ist, sehr nackt dastehen lässt. Weil ich mich danach erstmal erholen musste.
Du hast mich abgeholt. Ты еще 200 километров через Москву, там был где-то полдевятого, что от Алини приехали. Конечно, после выступления в втором туре гораздо сложнее чувства и впечатления собственные о своей игре. Но, во всяком случае, они, тем не менее, очень светлые благодаря очень хорошей организации и материальной, и моральной поддержке, я могу это сказать, со стороны организации этого конкурса. Так что мне действительно было очень приятно сыграть этот концерт сегодня. Beim Radio oder Stadtland, dass sie da mehrere Flügel stehen hatten. Und einer der Anreize für uns ist beide das Klavier ein Lieblingsinstrument. Und für uns ist der Anreiz, dass man eben 14 Tage oder so einen erstklassigen Pianisten im Haus hat, der einen ununterbrochen mit der schönsten Musik versorgt oder überströmt. Nicht? Also bisher kann ich nur sagen, ich habe mich eigentlich vom ersten Moment an wie zu Hause gefühlt und ja, fühle mich irrsinnig wohl, kann machen, was ich will, kann spielen, wann ich will und finde es irrsinnig gemütlich da. Also jetzt nicht besser treffen können. Schon, wir müssen ihn wirklich total in unseren kleinen häuslichen Rahmen einschließen. Und ich glaube, die Frau Bosser passt da schon auf, dass das irgendwie zusammenpasst.
Und dann legen wir einfach größten Wert darauf, gleich bei Ankunft zu sagen, man soll sich wohlfühlen, zu Hause fühlen, tun und lassen, was man will, spielen, wann er will. Geht hier Gott sei Dank. Und dann, bisher haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Auf den Konkurs. Eine Affinität zu dem Stück gespürt, habe das also vor vielen Jahren schon mal gelernt und häufig gespielt auch. Jetzt hat es mal ein bisschen geruht und es war mir einfach ein Anliegen, das Stück mal wieder zu arbeiten, weil das wirklich ein Riesenbrocken ist, mit dem man an sich auch, ähnlich wie bei den Beethoven-Sonaten, auch eigentlich im ganzen Leben wahrscheinlich nicht fertig wird, in dem Sinne. Ne? Und ich wollte einfach mal wieder auch für mich selber prüfen, wie gehe ich jetzt da dran und was hat sich verändert. Und es hat mich einfach gereizt, das mal wieder in Angriff zu nehmen. Anderen Wettbewerben und auch zu vielen internationalen Wettbewerben, auf denen ich beschäftigt war, hat es hier ein Phänomen gegeben, dass es keinen künstlerischen Mittelbau gegeben hat, sondern die Qualität nach oben und nach unten sich geradezu polarisiert hat. Das heißt, es sind eine Menge junge, zum Teil auch nicht ganz junge Pianisten und Pianistinnen aus dem In- und Ausland gekommen, die
von einer Fehleinschätzung dessen, was von einem Wettbewerb verlangt wird, an Repertoire, an künstlerischer Expression, von einer Fehleinschätzung vielleicht auch ihrer Lehrer geleitet worden sind und viele auch sehr früh und ich muss sagen zu Recht gescheitert sind. Auf der anderen Seite sind 6, 7 bis 8 junge Künstler, die den anderen Wettbewerb an der Spitze eine Dramatik und auch eine Bedeutung gegeben hat dieses Jahr, die er bisher nicht hatte. Das ist sehr erfreulich. Künstlerisch sehr, sehr anspruchsvoll, aber es kommen die Wettbewerbsrennpferde, Liszt-Etüden, Liszt-Paraphrasen, Rachmaninow-Etüden, Scriabin, das gängige Wettbewerbs- und Jugendrepertoire, das ist ausgespart. Das heißt, viele Pianisten erliegen dem falschen Eindruck, es könnte leicht sein, obwohl es von der Substanz her schwer ist, aber man kann sich mit Schubert anfreunden, mit einer Mozart-Sonate, vielleicht auch mit einer Beethoven-Sonate, man kann sich da vielleicht über die erste Runde retten und dann wird man weitersehen. Das kann sein, dass das ein Antrieb ist, es zu versuchen, vielleicht auch der Grund, warum doch sehr viele an der 30-Jahre-Schwelle sind, die vor der Entscheidung stehen, gehe ich in den Lehrberuf endgültig, versuche ich es nochmal mit einer Karriere oder lasse ich es ganz. Das könnte dazu führen, dass manche junge, sehr gute Pianisten, die technisch vielleicht viel, viel prägnanter sind, viel besser ausgebildet sind, zu den anderen Wettbewerben fahren, wo das, wenn sie 18, 19, 20 sind, verlangt wird. Und natürlich, weil sie auch intelligent sind, wissen, wie schwierig es ist, eine Mozart-Sonate und ein Schubert-Armpunkte zu spielen. Und die dann vielleicht leider nicht hierher kommen. Aber es gibt Gott sei Dank genügend, 4, 5, die diese Bedingung beide erfüllen. Und das hat sich im Wettbewerb bis kurz vorm Finale sehr gezeigt. In der ersten Runde erkennt man, dass jemand talentiert ist, aber eigentlich, was er kann oder was sie wirklich am besten kann, kann man das wirklich in der zweiten Durchgang haben, weil das Repertoire hilft dafür. Ne? Und vor allen Dingen, weil man sie wirklich mit einem vollen Rezital hört. Ja, in dem ersten Durchgang haben wir Teile von Stücken gehört. Und die meisten virtuose Pflichtstücke gehört, was eigentlich nicht zu verschmälen ist. Also es ist natürlich sehr, sehr wichtiger Durchgang, aber im Grunde die Substanz eines Pianisten erkennen Sie am meisten in dem zweiten Durchgang.
voglio pensare al, al concorso a graduatoria. La cosa che forse è importante anche durante il concorso è sempre di fare musica e di farla nel modo migliore, nel modo più giusto, soggettivamente e anche oggettivamente, se possibile. E credo che sia importante suonare anche in concorso come in, in un concerto e dare, cercare di dare il meglio di sé, e, ma non, non per se stessi, per il compositore, perché alla fine il compositore è un genio, noi siamo solo delle persone che cerchiamo di capire quello che ha scritto. You know how we feel, having been in competitions ourselves, that not always do you win, but I should tell you that not do all winners proceed to have successful careers, and not all people who come second and third fail to have careers. It is just a temporary assessment of your talents at the moment. We had great pleasure from many of the performances tonight. What was interesting over the last 2 days was the fact that we nowadays take manual dexterity, or what we call technique, very much for granted. And it was so such a high level in many areas that the decision that we had to make was how you used this, this technique. But our decision generally was made in the geza and the tradition that as a musician you must speak to your public. And so when you get your envelopes with the good news and the bad news in, you should all be reassured that there is a place for all of you in our profession, and that perhaps whatever you enjoyed tonight, today was just part of your experience as growing musicians. Man spielt so, wie man ist, und in der Lebensphase, in der ich jetzt bin, bin ich eben so und habe meiner Meinung nach auch dementsprechend authentisch gespielt und ehrlich gespielt. Und das war übrigens auch was, was die Juroren sehr positiv hervorgehoben haben. Aber es hat halt diesmal für die Meinung der Juroren, was weiß ich, vielleicht hat was gefehlt. Es hat eben nicht hundertprozentig angesprochen. Wenn, wenn jemand Talent hat, wenn jemand fleißiger, wenn er in einem Umfeld aufwächst, wo, wo er auch durch, durch fruchtbare Kritik gefördert wird, dann muss er sich mit diesen Werken sowieso auseinandersetzen. Also jedes Pianistenleben führt weder an Bach noch an Bartok vorbei. Natürlich kann, kann er unter Druck geraten, wenn er das zu einem gewissen Zeitpunkt alles präsent haben muss. Auf der anderen Seite ist er durch diese Kulminierung von Substanz gezwungen, sich mit diesen Dingen auch unter Stress auseinanderzusetzen. Und für viele ist jede Wettbewerbsvorbereitung, auch wenn, wenn sie vielleicht durch einen Misserfolg begleitet ist, ein gewaltiger Schub, sich in etwas zu stürzen, sich, sich einer, einer großen Literatur hinzugeben und letzten Endes den Kopf über Wasser zu behalten. Also dem, dem kann man sowieso keinen Pianisten davon befreien, von dieser Aufgabe.
Also für mich ist ausschlaggebend, wenn jemand in dieser Mozart-Prüfung nicht auf die stilistischen Gründe nicht besteht, ist er für mich kein Finalist für diesen Wettbewerb. Weil wir veranstalten einen Wettbewerb, in dem man eine künstlerische Hommage an einen großen Künstler, und es trägt der Name eines Künstlers, der diesen Mozart, dieses Komponist, besonders gut, fantastisch gespielt hat und ein Teil seiner Persönlichkeit war, Mozart so gut zu spielen. Also, wenn wir einen Gesamtpreis geben, und das ist eigentlich jeder der drei Finalisten, es ist fähig, diesen Gesamtpreis zu bekommen, wenn er gewinnt, also es stehen die drei zur Diskussion, das bedeutet, wenn jemand nicht Mozart gut spielen kann, diese Mozart-Prüfung aus stilistischen Gründen nicht besteht, ist es kein potenzieller Gesamtpreis. Also für mich wäre eigentlich nicht in der nächsten Runde. Thank you.
are the three finalists who will go through to the concert on Friday. And it was a very clear vote from the jury. They were as follows: Imamina, Rolero, and Psycho. So far, it has been incredibly impressive, the amount of young talent that has performed here. I spend much of my life listening to artists around the world, and I'm always staggered at the new young people that are coming along now. This competition is immensely representative, I think. Very high standard. I was very lucky that, having said yes, I would love to come to do this competition, then suddenly a great deal of pressure was put on me to do some concerts in Hong Kong. As you know, politically, Hong Kong is now in no man's land. And I was asked to do the farewell concerts. We were waving goodbye to the British Empire. And I thought I would have to cancel this. But then, fortunately, the British government were able to show a little flexibility. And so I was able to come after all. I would always come. It's really terribly important, I think, for all of us to hear the young artists when they're in their beginning stages. Wir haben uns in der Jury vorher schon darüber geeinigt, dass wenn ein Mozart-Preis vergeben werden soll, dann soll Einstimmigkeit herrschen. Die ist nicht erzielt worden, aus verschiedenen Gründen. Zum Teil haben die Interpreten mit wechselndem Glück agiert. Verschiedene Sätze waren auf unterschiedlichem Niveau. Und zumindest entstand der Eindruck bei den verschiedenen Juroren. Auch das war sehr in sich sehr unterschiedlich bei den verschiedenen Kandidaten. Hinzu kam, dass der Mozartpreis ja mit einer Stimme auch vom Intendanten des Turnhalle-Orchesters vergeben wird. Und der sollte diese Einstimmigkeit, wenn möglich, ergänzen. Der hatte andere Vorstellungen. Und ein drittes Argument war, dass ein Mozart-Konzert oder ein Mozart-Preis für eine Interpretation eines Mozart-Klavierkonzertes auch das Orchester mit einbezieht. Und ich muss herbe Worte und mahnende Worte auch an das Turnhalle-Orchester in diesem Fall richten. Das war zum großen Teil nicht würdig der Interpreten, die sie begleitet haben. Auch wenn diese auf wechselndem Niveau, auf anfechtbarem Niveau zum Teil gespielt haben, sodass diese Entscheidung nicht schwer fiel, in diesem Falle diesen Nebenpreis nicht zu vergeben. So, how was your day? Mm. Actually, the rehearsal was much better today. Yeah? Yesterday it was not really. Most all doesn't. Am Anfang war das, war ja für uns sowieso ein unbeschriebenes Blatt. Also der, es war sogar, wir haben zuerst eigentlich vergessen, dass er kommt. Also, das muss ich ihm noch sagen, weil ich hatte die Anmeldung, hatte ich in so eine Schublade gelegt und nicht mehr dran gedacht. Und ich war auf einer Geschäftsreise und meine Frau bekam dann von Rustem einen Anruf, übrigens, ich komme dann am Freitag, den 6. Juni. Und wie ich dann nach Hause telefoniert habe aus dem Ausland, sagte meine Frau, übrigens, dein Pianist aus Paris hat angerufen. Also quasi, wer ist das? Der kommt am 6. Juni. Und dann musste ich ihr erklären, ja, das ist dieser Gesa Andar Concours. Und ich habe mich, vor 3 Monaten haben wir die Anmeldung zurückgeschickt als Gastgeber und all das. Und sie war also gar nicht involviert groß dabei. Und eben, es wurde dann zum geflügelten Wort, der Pianist aus Paris, der ankommt. Also am Anfang haben wir ihn gar nicht gekannt. Und jetzt hat sich natürlich durch seinen Erfolg sicher auch, und dadurch, dass er jetzt 2 Wochen schon hier ist, hat sich sicher, ich würde sagen, eine gute Bekanntschaft, wenn nicht sogar eine Freundschaft, entwickelt. Ich könnte mir vorstellen, dass er Erster wird. Also ich, wenn er seine Nerven
beibehält und einfach das noch gut macht. Also ich würde mir schon vorstellen. Und zwar, ja, einfach vielleicht auch aus gewissen institutionellen Gründen, nicht nur rein musikalischen. Der eine hat vor kurzem einen ersten Preis in Düsseldorf gemacht. Und ob es jetzt gerade sinnvoll ist, ihm gerade nochmals einen ersten Preis zu geben, ich weiß es nicht. Das wäre noch ein institutioneller Grund, wobei alle drei sind sehr gute Musiker. Also ich bin einfach optimistisch für ihn, weil er irgendwie auch eine Ausstrahlung hat und das irgendwie gut macht. Also ich bin sehr optimistisch. Solange mein Mann lebte, sind sehr oft junge Pianisten ins Künstlerzimmer gekommen nach dem Konzert und haben gesagt, können Sie uns nicht helfen, Herr Ander, wir möchten so gerne einmal in einen kleinen Ort, irgendwo, wenn wir nur auftreten können. Sie kennen doch viele Dirigenten und viele Konzertveranstalter, und können Sie uns nicht eine Plattform verschaffen? Das kam immer wieder, und er hat, wenn er konnte, hat er ihm geholfen. Und nach dem Tod von Gesander war das dann natürlich für mich schwierig, in Kontakt mit diesen Menschen zu kommen und weiterhelfen zu können. Dann habe ich mir überlegt, wie kann man das machen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber zum Beispiel, dass man ein Team aussendet, das in der Welt herumreist und halt nach Talenten sucht. Aber das ist organisatorisch auch nicht einfach, die Leute zu finden, die dann die Zeit haben, da herumzureisen. Und darum bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, dass das Beste mit allen Vorbehalten, die man gegenüber einem Wettbewerb haben kann, das wahrscheinlich doch das Beste ein Konkurs ist, damit man die Leute hierher bringt. Und dann eben die, die weiterkommen und die gewinnen, dass die Chance bekommen, aufzutreten. Es ging eigentlich mehr darum, dass sie Plattformen bekommen. Thank you.
So may I now invite Mrs. Andabule to join me and to present the first prize tonight to Corrado Rodel.